so einen Stock so, dann schaut man vorne drauf, das ist einer der ganz seltenen sogenannten Carbon SL, die mit Hardtop unterwegs sind. Normale Carbon, den werden wir noch zwei, dreimal sehen. Und Schwitzer, schaut ihr mal vorne drauf, dann meint ihr doch durch dieses Hardtop, das Dach hängt ein bisschen durch, oder? Das liegt daran, warum der Name Carbon SL, dann ist bei Schwitzer noch gern richtiger Carbone aufpasst. Da werden Sie feststellen, dass die Hüfte von diesem Auto natürlich wesentlich breiter ist und oben das Dach. Warum hat der Paul Bracht, das ist der Designer, das ist ein Franzose, Paul Bracht hat diese Mittelscheibe da oben, der Wachmeister Guy, ich habe keine so bestimmte Information, diese, das sind 8 cm von der Hüfte da rein, warum hat der Franzose, nein, ich habe hier einen Bauch nicht so gut. Das hat ein französischer Designer, Paul Bracht, der Franzose ist der Gemeinde, die Mann, das Frauenverkehr, der hat das so entwickelt, dass das weiter drin ist. Mit welchem Hintergedanken? 60er Jahre trugen die Damen kontrollierte Frisuren. Und jetzt hat er hier abgemacht und hat durch diese 8 cm nach innen versetzte Dachkante 8 cm mehr Kopfreiheit für die Damen und für die Kronen, wo die Tür gehabt. Das ist schon mal das Risiko. Der Wachmeister, habe ich recht? Recht. Und wenn er was sagt, da kumuliert man die Tür von einem Schützen bezahlt. Alles gut. Ja. Dann haben wir wieder die 300 SL. So ist zur Bühnenstadt und dann gehen und sagt schon bitte. Danke, der Frau, bitte, wo geht's hin? Da vorne, abgeben bitte. 300 SL haben wir ja schon gesagt, hier, ob ja, die Teilbauflügel. Extra entwickelt worden übrigens für dieses Modell. Ganz seltene Thematik, sieht man nicht allzu häufig. Baujahr 59, das ist der Internalrahmen, wie beim sogenannten 300 SL Türkeführer, aber natürlich modifiziert im Türenbereich. Trotzdem, erstes Auto der Welt, welches in den Hechtesmotor ausgestattet wurde, leichte Fahrkarosserie, ein Ikone und das einzige Auto, wo die Opferversion ein bisschen weniger wert ist, die Opferversion, auch wenn sie nicht wert ist. Egal, ob es jetzt schöner und andere gefahren. Schauen wir, das ist es. Da muss man über die Türen aufmachen und auf 180 Meter da 180 werden. Achtung bitte, so ist es mit diesen 300 Meter. Deutsch, meine Damen und Herren, beim Austin 104. Nochmal die Geschichte. Donald Hinrich stand mit diesem Body, mit dieser Karosserie auf einer Automobilmesse. Räder waren dran, keine Technik drin. Der Chef von der Firma Austin kam dann und sagte hier, das ist ja ein ganz toller Sportwagen, können wir nicht konferieren. Daraus entstand die Firma Austin Hinrich. Und man hat dann produziert mit der Vierzylinder. Es war der Motor vom, ich glaube, Austin Atlantic, ja, Austin Atlantic 90, glaube ich, und hat man also dann produziert. Mit diesem Auto ist dann Donald Hillen und seine Typen auch hier Rallye und Rennen gefahren. Deshalb der Gürtel, um die herumfliegenden Teile zu verhindern. Das ist wieder die Version mit der Stelle mit quer Windschutzscheibe. Das nennt man dann komfortable Klimaanlage oder einfach nur die Speckwerke. Antworten Sie, das war der Austin Hinrich 104. Peter von Thomas Jala aus Tschechien. Ja, wechseln wir mit dem Gott hier. Ja, aber Deutsch. Ja, das ist nicht der Mann, ich gebe das nicht wieder Haben Sie schon Applaus jetzt mit? Ja, alles klar. Wirklich? Ja, also, jetzt. Ich werde hier gerade. Ich werde hier gerade erfrischen, also die retten wir Mercedes-Benz 250 SE Cabriolet, meine Damen und Herren, wie schon gesagt, die Eleganz pur. Ralf van der Putt kommt aus Holland, Ursula Grimm aus Deutschland, der Mercedes aus Deutschland, das ist internationales Trio im wahrsten Sinne des Wortes, Baujahr 1966. Das Auto, meine Damen und Herren, hat damals, Herr Polizist, Herr Wachmeister, das Auto hat damals 35.000 D-Mark gekostet, dafür hätten wir auch 7.000 Käfer bekommen. Das Problem war nur beim Ralf van der Putt, er hat nur eine Garage, also hat er sich für den Mercedes und nicht die 7.000 Käfer. Schön. So, jetzt sehen Sie das Auto ohne das Hardtop, wie wir gerade gesehen haben, dieser
wunderschöne Tabote sind. Das übrigens wird auch damals serienmäßig nicht, das ist für die sogenannten Beckenrandschwimmer und Warmbücher, die also hier diese Screenshots drin haben, gab es damals nicht. Egal, es ist heute wesentlich angenehmer, weil wir haben ja keine Air-Cars, den gab es damals auch noch nicht. Das war die. Da seht ihr sehr schön, wie weit diese obere Kante der Windschutzscheibe nach innen drin bis 8 cm auf jeder Seite wegen der Kopffreiheit. Für die Damen mit kontrollierter Frisur oder Wachmann mit Mütze, haben wir gerade mitbekommen. Herzlichen Dank bei beiden Kaulschiffen mit dem Carbon SL. So, Mercedes 190 Reserve, das ist die Maria und der Ferdinand Doppler. Und hier ist, boah, schaut das hier aus. Ferdinand mit dieser Klamotte, also ihr müsst ja Preis bringen, es ist ja Wahnsinn, ist der Preis ausgeschrieben. Das ist der Applaus, hier. Mit Krawatte, weißen Hemd und Gelb-Check-Jacko und so weiter. Dann erzähle ich noch eine Geschichte. Dieses Auto, meine Damen und Herren, hätte uns hart die junge deutsche Bundesregierung in den 50er Jahren vom Kappen gestoßen. Denn es fuhr dieses Auto auch eine gewisse Dame, kannten Sie die nicht in das Auto? Super. Eine gewisse, Er kannte sie, ja. Er ist der Besitzer von diesem Haus hier, ja. Ja, genau, richtig. Mit solch einem Auto, dem 190 SL, der war übrigens stark mit großer Innenausstattung. Und das Schöne bei der ganzen Geschichte, ja, das war auch vor meiner Zeit, richtig, Herr Wachmeister. Und diese Dame war von dem, ich muss mit dir reden, ich bin schon mal Windgewerbe. Und dieses, ja, haben wir haben jetzt ziemlich Spaß hier, recht hoch und heil und zack, haben wir ja. Und diese Dame, die von dem horizontalen Gewerbe war, die hat ja nicht nur irgendwelche Leute, sondern die hatte auch diverse hochrangige Politiker aus der jungen deutschen Bundesrepublik Deutschland. Das ist aufgekommen als Rückgrat aus unerklärlichen Gründen, ähnlich wie er damals auch hier mit der Blondine aus Amerika, das ist alles, von dem ich spreche, diese ist auf unerklärliche Weise vom Lesen geschieden und dann ist er hochgekommen. Die fuhr dieses Auto. Hat nichts mit diesem Auto zu tun. Und der Polizist ist hier immer da und wacht über alles regulär. Ja? Insofern, wunderschönen Ferdinand war hier. Klasse Outfit, sensationell. Mit dem Mercedes 190. So, mit der 38 kann ich Ihnen mal zeigen, einen 4-Auto-Buch. Er wollte einfach sagen, das war das beste Publikum, das wir heute hatten. So, jetzt sehen Sie bei dem MG, meine Damen und Herren, im Gegensatz zum MGA, die gerade abgeschnittene vordere Kante. Und diese gerade Kante oder dieser gerade Grill vorne ist das unnötige Zeichen für den MGB. Die beiden, meine Damen und Herren, sind von der Allianz in Österreich. Die schauen sich jetzt inside mal die Albert Classic an. Nicht nur, ob sie es denn auch versichern kann, sondern die haben auch ein ganz tolles Paket für Allgemeinversicherungen im Sortiment und in der gesamten Konstellation der Produktfolio von der Allianz. Deshalb finde ich es prima, dass ihr da seid mit dem MGB aus dem Jahr 1963 mit dem 95 PS. So, Günther Spieler und Janette Salberto sind wir hier auf diesem wunderschönen Wirtschaftswunderzeichen, dem 190er SL. 25.881 Mal produziert. Davon 20.636 exportiert und viele, viele kommen trotzdem auch wieder in die Heimat zurück. Schön, dass ihr da seid, gute Spieler und verletzt aus Österreich. So, meine Damen und Herren, die Stars sind die Cars, aber hier haben wir den Star innen sitzen, ja? Und nicht die Stars sind die Cars. Erstens haben wir natürlich einen ganz kompetenten Herrn, der rechts ist frei und sagen kann, es ist nämlich der Chef vom Mercedes-Museum. Habt ihr bei dem mal zwei Hände Applaus? Vom Mercedes-Museum, der wacht über Milliarden Werte und die Dame, die da drüben sitzt, ist eine Susi Wolf. Jetzt werden Sie mir sagen, Susi und der Wolf, nein, das ist viel besser bekannt als Susi Stoddart. Susi Stoddart war die eine der wenigen oder die einzige, die es konnte, die bei der DTM gefahren ist, die einzige, die es konnte, glaube ich. Ja, würde ich sagen.
Und sie fährt hier eine wunderschöne Mercedes-Benz 250 SLC. Ihr habt jetzt hier vorne, wie Sie sehen, die querliegenden Räder, Lichter, das heißt, wir reden über die R107 Baureihe. Und das ist natürlich auch ein interessantes Aspekt. Sekunde, Susi, ich bin noch nicht ganz fertig. Dieses Fahrzeug, die R107 Baureihe, wurde 19 Jahre lang gebaut und avancierte somit, Sie gehen hier rechts rüber, Herr Bucke, denn das ist der erfolgreichste jemals verkaufte Sportwagen ever, 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 ever. Und das Beste ist, den man kauft, genau diesen SLC zu verkaufen, da haben Sie mir einen Preis da rein. 30, bitte? 30.000? Das ist ein Ding, wo ich Ihnen sage, sollten Sie jetzt in Ihrer Schublade zu Hause ein bisschen Schwunggeld haben, sind so im Bereich von reifen Eltern oder Großeltern, also ich spreche nicht von euch Schweizern davon, ja, weil ihr habt das ja in der Portokasse, nicht in der Schmuckkasse, ja, dann sage ich Ihnen, heute 30.000, in 10 Jahren nicht unter 50.000. So war ich für die und ich erlage mal rein, habe ich recht. So. Sollte ich zum Verkaufsabschluss kommen, bitte ich um Provision auf mein Konto. Sie kennen das ja, gell? Ja, zwei Hebel. Oh, meine Provision ist rausgegangen und zwei Hebel, weißt du ja. Genau. Simon und Christian, bitte, meine Damen und Herren. Und wir haben hier den Pauli Käfer. Thomas Jochum und Eberhard Hitler. Die erzählende Geschichte. Der Pauli Käfer wurde entwickelt bei Adolf Hitler, den Ferdinand Porsche in Auftrag gab, einen sogenannten Volkswagen zu bauen. Dann hat man gesagt, wir entwickeln einen Kraft zur Freudewagen, KDF-Wagen. Dann hat man eine Fabrik gebaut in einer Stadt bei Fallersleben. Diese Kraft Und meine Damen und Herren, ich bin glaub, am 15.07.1945, nämlich den Namen Wolfsburg. So, damit wir mal wissen, woher der ist. Baumi Käfer. Dann stelle ich fest, dass wir schneller machen, also der Baumi Käfer, Baujahr 60, mit den Skiern aus dem Baujahr 60 weiterfahren. Wir kommen zu den Australierinnen, die den Wagen dem Schiff nach Lech gebracht haben. Das Schiff war gerade in Lech angelegt, am Schiffplatz. Es ist die Nicole Walsch mit dem wunderschönen Rolls-Royce Silver Shadow. Die wünsche Gunnar mit und Gundi, Gunnar Kugi und die Nicole Walsch. Und wir sind beim Nasenbären, wie man ihn sagte. Der VW 411 bleibt ein bisschen bei mir drüben, bei der hinten Marvin oder ich komme. Der Baui 411 als Radiant, das ist das erste viertürige Automobil gewesen, der 411 als Limousine. Und selbst den entsprechenden Radiant, diesen Kombiwagen, gab es nur als Dreitürer, kaum eine Realität, sondern gleichen. Mit der absoluten technischen Neuentwicklung, mit der GEPA, also GEPA, die